Herr Abgeordneter Martin Engelberg, Sie sind am Wort. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Vizekanzler, Mitglieder der Regierung, Kolleginnen und Kollegen und auch natürlich alle, die vor den Fernsehschirmen sitzen. Man kann nicht anders als ergriffen sein von den Berichten des Herrn Bundeskanzlers gerade. Und es gibt mir natürlich viel zu denken, auch was hier gesagt wurde. Unser Gelöbnis, nie wieder Krieg, immerwährende Neutralität. Wo ist der Kontext dazu? Sind wir doch ehrlich, worum geht es da? Dieses Gelöbnis wurde abgelegt in einem ganz bestimmten Kontext. Im Kontext, dass wir gelobt haben, dass in Österreich nie mehr wieder wir uns einer wahnsinnigen, verbrecherischen Ideologie verschreiben. Das Bekenntnis, dass sich Österreich nie mehr wieder an einem Angriffskrieg, an Gewaltherrschaft, an Massenmord beteiligen soll. Das ist der Hintergrund unseres Gelöbnisses, nie wieder Krieg und die immerwährende Neutralität. In Deutschland gab es ein ähnliches sozusagen Gelöbnis, das sich in einem Pazifismus äußert. In der pervertierten Form, möchte ich sagen, zu dem Angebot einem Land der Ukraine nicht Waffen zur Verteidigung anzubieten, sondern Stahlhelme. In Österreich meine ich, dass sich dieses Gelöbnis zur immerwährenden Neutralität auch wieder pervertiert hat zu diesem, wir stehen in der Mitte. Wir wollen beiden Seiten in Äquidistanz stehen. Kann es wirklich so sein, dass wir zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland in der Mitte stehen? Kann es wirklich sein, dass wir der Ukraine jetzt sozusagen anbieten, denen empfehlen, auch sich in die Mitte zu stellen? Ist das wirklich ernsthaft unsere Position? Ist es das, was wir unter Neutralität verstehen wollen? Die Neutralität, das in der Mitte stehen, hätte uns Wohlstand und Frieden gebracht. Meinen Sie das wirklich? Gehen wir doch ein bisschen in der Geschichte zurück. Wohlstand in Europa und in Österreich wurde einmal begründet durch die sehr, sehr großzügige finanzielle Unterstützung und Hilfe der Vereinigten Staaten von Amerika in den Jahren nach dem Krieg. Und diese Hilfen laufen sogar bis heute noch. Das wissen gar nicht so viele. Wohlstand und Friede wurde in Europa gesichert und in Österreich gesichert durch den Schutzschirm der Vereinigten Staaten von Amerika und der NATO. Und wir sind dabei, könnten wir sagen, gratis Trittbrettfahrer, um nicht zu sagen Schwarzfahrer gewesen. Über all die Jahrzehnte sind wir da gratis mitgefahren. Und unter diesem Schutzschirm haben wir den heute uns sowohl verdienten Wohlstand und die Sicherheit erworben. Und das haben andere gesichert und bezahlt. Beweisen wir jetzt und heute und hier, dass wir aus der Geschichte gelernt haben. Und zwar, dass wir uns auch bekennen zum zweiten Teil des Nie wieder Krieg und der immerwährenden Neutralität. Und das heißt, nie wieder wollen wir Gewaltherrschaft, Angriffskrieg, Massenmord zulassen. Und wir sind aber auch bereit, dafür zu kämpfen und dafür auch Opfer zu bringen. Neutralität darf nicht Neutralismus heißen. Neutralität heißt nicht, und es ist ein guter moderner Begriff, Both-Sidism sein. Es ist nicht immer die Wahrheit in der Mitte. Wenn es darum geht, was denn unsere Erde ist, eine Kugel oder ein Rotationsellipsoid oder eine Scheibe, gibt es unterschiedliche Ansichten, gab es historisch unterschiedliche Ansichten. Das heißt aber nicht, dass die Wahrheit in der Mitte ist. Die Tatsache, dass wir sehr stark von Russland abhängig sind, dass wir von den Gaslieferungen abhängig sind und auch österreichische Unternehmen davon so abhängig sind, das darf uns nicht von dem richtigen Kurs abbringen. Die strategischen Fehler der Vergangenheit
dürfen wir nicht damit sanieren, dass wir weiter uns in diese falsche Richtung bewegen. Unter Kaufleuten sagt man, man wirft schlechtem Geld nicht gutes Geld nach. Heute geht es um ein ganz klares Bekenntnis. Österreich ist ein integraler Bestandteil der westlichen Welt, der westlichen Wertegemeinschaft. Unsere Solidarität gebührt heute der Ukraine und den Menschen, die dort leben. Und wir beteiligen uns am Kampf gegen Aggressoren, gegen Brechern des Völkerrechts, gegen Unterdrücker der Demokratie, der Menschenrechte und der Freiheit. Im Rahmen unserer heutigen Möglichkeiten, mit der vollen Beteiligung an den Sanktionen gegen Russland, mit der Gewährung größtmöglicher Unterstützung der Ukraine und dessen Bevölkerung. Herr Bundeskanzler Nehammer, und das möchte ich hier ausdrücklich sagen, hat mit Bravour die Herausforderungen dieser Krise der letzten Tage und Wochen an der Spitze unseres Landes gemeistert. Zuletzt hier im Hohen Haus, gestern Abend auch in der ZIP-2. Großer Dank und Anerkennung dafür. Vielen Dank im Namen der Republik. Mein Appell an Sie alle, gehen wir Österreich gemeinsam diesen Weg weiter, kämpfen wir gemeinsam aufrecht für Frieden, Freiheit, Demokratie und das internationale Recht, Seite an Seite mit unseren Partnern der westlichen Welt. Vielen Dank. Martin Engelbert ist Psychoanalytiker und in der ÖVP-Bereichssprecher für internationale Entwicklung.